Auf der besetzten Krim hat sich eine Explosion ereignet, die das russische Luftabwehrsystem S-400 Triumph zerstört hat. Dies berichtet die Hauptdirektion für Nachrichtenwesen des ukrainischen Verteidigungsministeriums. Nach Angaben der Agentur wurden bei der Explosion die Abschussrampe, die Raketen und das Personal zerstört. Der Angriff auf die S-400 Triumph wurde am 23. August 2023 gegen 10 Uhr durchgeführt. Interessant ist, dass das Bodenluftraketensystem der Drohne, die die Explosion auf Video festhielt, nicht gewachsen war. Der Exportwert der aus 4 Fahrzeugen bestehenden S-400 Triumph-Abteilung beträgt mehr als 1 Milliarde Dollar. Das Bodenluftraketensystem kann Flugzeuge, Hubschrauber, Drohnen und Raketen mit einer Reichweite von bis zu 400 km abschießen. Die Reichweite in großer Höhe beträgt 35 Kilometer. Die Radarstation, die Teil des Komplexes ist, hat eine Reichweite von 600 Kilometern.